Servus, da ist der Jakob Bergmann aus Innsbruck. Heute zeige ich euch den Polka-Schlag oder den Oberkrainer-Schlag auf der Gitarre. Dazu habe ich eine kleine Melodie vorbereitet, die wir uns vorher aber anhören. Die Gitarre ersetzt in der Oberkrainer Musik das Schlagzeug und daher ist es unbedingt wichtig, dass man sich mit dem Rhythmus beschäftigt. Zuallererst haben wir einmal vier Schläge und wir brauchen überhaupt keinen Griff, Comparé-Griff, alles nix, sondern legen die Finger einfach alle über die Seiten drüber und versuchen rechts mit einem Blechdrum einmal zu schauen, dass nix klingt. Es soll alles abgestoppt werden, ganz locker drüberlegen. Und dann schlagen wir alle vier Schläge ganz gleichmäßig und schön im Rhythmus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dam, 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 dam. Ich empfehle nun an dieser Stelle das Video anzuhalten, vom Slavko Avsenik einen Originaltitel zu starten und diese Übung dort so lange mitzumachen, bis man das Gefühl hat, man hat den Rhythmus jetzt verstanden. Zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Bei der zweiten Übung geht es schon um die Betonung. Dazu versuchen wir den ersten Ton hinunterzustreichen, aber leise. So, eins. Und den zweiten Ton lauter und zackig. Zwei. Also, leise, lauter, leise, lauter, leise, lauter, leise, lauter. Das geht dann so. Ragata, ragata, rap, pap, pa. Ragata, ragata, rap, pap, pa. Ragata, ragata, rap, pap, pa. Und so weiter und so fort. Die Bewegung kommt hauptsächlich aus dem Handgelenk heraus und nur ganz wenig vom Ellbogen. Der Bewegungsablauf sollte aber so kurz als möglich gehalten werden. Also bitte keinen langen Ausschlag mit der rechten Hand. Zu den Griffen auf der Gitarre findet man genügend im Internet. Ich zeige euch den F Barré. Dazu fangen wir so an mit dem E-Dur-Akkord. Den kennt eigentlich jeder, den offenen E-Dur-Akkord. Ich greife den aber so. Und zwar Ringfinger, zweiter Bund, kleine Finger, dritte Seite, den Mittelfinger auf den ersten Bund, dann fahre ich einen Bund hoch, denselben Griff, dann klingt das so, ein bisschen spanisch, und lege den Zeigefinger über den ersten Bund drüber. Und so haben wir den F Paré. Jetzt versuchen wir mal mit der linken Hand jeden Akkord abzustoppen. Und wenn wir das beherrschen, dann probieren wir die Akkorde ein bisschen kürzer zu machen, also dass sie weniger lang klingen. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und damit der Polka richtig Leben umfängt, muss man ein bisschen dynamischer spielen. Das heißt, den 1er schrubben wir hinunter und spielen ein bisschen leiser. Und den 2er machen wir laut und kurz. Und dann geht es so. 1, 2, 3 und... Ragata da 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 da, ragata ragata ra da da, da 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 ra da da ra pa pa, da 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 ra da da ra da da. Und dazu zeige noch einen offenen Polka-Schlag, der geht so, kurz und lang.
Also, den kurzen Schlag, eins, dann machen wir den langen. Und wie wir dann den kurzen wieder schlagen, erst dann mit der linken Hand abstopfen. Kurz, lang, abstoppen, lang, abstoppen, lang. Dann wieder die Polka. Eins, zwei, drei und bagada, bagada, tap, tap, da, bagada, bagada, tap, tap, ba, bagada, bagada, tap, tap, da, bagada, bagada, tap, tap, da. Und dann gibt's eben die verschiedenen Kombinationen. Je nach Charakter eines Gitarristen kann man das dann wählen. Bagada, bagada, da, da, bagada, da. Und jetzt probieren wir es noch mit Musik. Eins und zwei und drei und vier. Und schön das Tempo halten. Wir wiederholen noch einmal und achten besonders auf den Rhythmus. Eins und zwei und drei und vier. Bevor wir jetzt weitergehen zur Walzerbegleitung, möchte ich euch ein bisschen was über die Bergmann-Gitarre erzählen. Es gibt zwei Modelle, das Jazz-Western-Modell, geeignet auch für Oberkreinermusik, oder dieses Modell Jazz-Classic, zum Beispiel sehr gut geeignet für Country-Musik. Ja, ich bin Hobby-Instrumentenbauer und verwende für die Decke eine seltene Fichtenart von meiner Heimatgemeinde Außerfilgarten in Osttirol. Dann für die Zargen, Seitenteile sowie für den Boden, den Mittelteil und den Hals ein Bergahorn, in dem Fall ist ein bisschen geriegelt. Die beiden Außenteile am Boden sind aus Walnuss und die dunklen Streifen. Sowie auch das Binding ist aus einem etwas dünkleren Walnuss gefertigt. Das Griffbrett ist in diesem Fall aus Palisander und der Übergang ist beim 12. Bund. Die Besonderheiten von der Bergmann-Gitarre sind einmal der verstellbare Stegaufsatz mit Knocheneinlage, somit kann man eine perfektere Intonation erzielen, also Stimmung. Ich habe eine eigene Decken- und Bodenverstrebung ausgetüftelt und die zusätzliche Tonalkammer, was ich mir ausgedacht habe, verleiht meinen Instrumenten einen unglaublich lauten, sauberen, aber auch sehr vollen Klang. Für die Walzerbegleitung braucht man drei Schläge. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Der erste Schlag ist lang, eins. Beim zweiten Schlag stoppen wir ab, so wie bei der Polka, zwei. Und dann machen wir nur einen dritten kurzen Schlag dazu, drei. Also eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und beim dritten Schlag gehen wir wieder einen kurzen Druck auf die linke Hand drauf. Noch einmal. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei.
Und den Einser immer ein bisschen lauter machen. 1, 2, 3. Und jetzt probieren wir es ein bisschen schneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wir probieren einmal zusammen mit der Musik. Einmal packen wir es noch mit dem Originaltempo, aber vorher verabschiede ich mich bei euch. Servus, Jakob Bergmann aus Innsbruck. Musik.